Ha, ha, ha. Euer Präsi ist tot. Ha, ha, ha. Also wir treten wieder ein in unsere dadaistische Phase. Ja, machen wir das. Also ich habe mir das nochmal angeguckt, der Grinch-Stuhl, das war ein Fest. Ah, ich habe da echt einen peinlichen Witz drin. Ich habe einen Witz drin, mit dem Karussell, mir ist schlecht geworden. Karussell Larinozos? Ja, aber dass ich sage, mir ist von ihrer Maschine schlecht geworden, dass den Gag gab es 1:1 in irgendeinem Joko und Klaas-Format, glaube ich. Da sagt das, da sagt, oh, ihr Karussell ist so schnell, mir ist da schlecht geworden. Und das war mir so peinlich, als ich das rausgefunden habe. Hä, hey, aber dann hatten die ja nicht den doppelten Boden mit, ich bin grün im Gesicht. Weil weiß ich nicht. Ist. Ich kann vor allem nicht mehr genau sagen, ob ich den Gag geklaut habe, unterbewusst, oder ob das Zufall war. Und damit herzlich willkommen zu diesem Cold Opening, hier sind Brennpunkt Internet. Ich bin... Guck mal, wenn wir nicht über Discord sind, dann ist das sogar synchron, ne? Hammer. Das ist... Tino? Ja, ich bin ein bisschen krank und habe schlecht geschlafen und bin auch ein bisschen müde. Das ist, weil du gestern wieder die Patriarchie zerschlagen hast und Nazis getreten. Ja, und ich habe meine Beine im Zug ganz doll zusammengemacht. Ach so. Hast du dir den Hodensack jetzt abgezwackt? Ja. So, hallo Leute, na? Und damit Fest, herzlich willkommen. Ich habe im letzten Brennpunkt versprochen, dass ich mich vorbereite. Mhm. Und man könnte sagen, ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben. Aber erstmal, was mich erstmal interessieren würde, wie geht's eigentlich euch? Ah. Das besagtes Telefon, wo die Notizen drauf sind. Das vibriert da direkt, das war. Alter, was? Haben die für jetzt nicht gehört. Eine Woche, oder? Ja! Das haben jetzt auch die Zuschauer gerade gesagt, wir haben es ja alle gehört. Ja. 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 So eine Woche. Zugeschaut haben die. Gehört. Na, fangen wir an. Was ist denn so passiert? Ja, einiges. Ach so, ich bin jetzt in Präsenz wieder da wegen Weihnachten. Ich bin jetzt quasi aus einem relativ niedrigen Inzidenzgebiet in das Hochinzidenzgebiet gefahren. Mhm. Man sieht, was linke Politik aus einem Bundesland so macht. Ja. Herr Ramelow. Meinst du nicht, dass das von Sachsen vielleicht drüber geschwappt ist? Herr Ramelow. Von der rechten Politik? Herr Ramelow, mach Corona aus. Herr Ramelow hätte vielleicht Thüringen besser verramelow können, aber ansonsten... Ja, da mal, aber die Linken, die lassen immer alle rein. Ja, diese ganzen Sachsen lassen die immer einfach rein. Scheiß Ausländer. Gut, jetzt haben wir die Gesellschaft feinsäuberlich gespalten und jetzt geht's los. Ja. Ja, ja, wir haben einen Punkt gemeinsam, das ist der Herr Merz, habe ich gehört. Willst gleich da anfangen? Naja, wenn wir hier gerade schon wieder gegen die Sachsen bashen, dann ist es ja nicht weit auf Merz zu kommen. Also, wir haben es geschafft. Es ist nun fest, die Ampelregierung wird bis mindestens 2029 im Amt bleiben, weil wir einen Friedrich Merz in der Opposition haben und das kann ja jetzt nicht allzu steil bergauf gehen, sag ich mal. Das kann ja nicht heiter werden, sagst du. Nee, also mir ist echt aufgefallen, wie ich diese ganzen CDU-CSU-Fratzen nicht mehr sehen kann. Und da stehen da also wirklich so wie ich dem widerspreche. CDU ist für mich, wenn es ihn gibt, der Inbegriff genau dieses weißen alten Cis-Anzugträger-Mannes, ja. Der zwar im Überfluss auch noch korrupt und mega unsympathisch ist. Ich verstehe, was du meinst. Also diese scheiß hässlichen weißen alten Männer ziehen uns mit runter. So deswegen ist es. Müssen die weg. Ja, also, ne, ist klar. Also wenn ich diesen Begriff gut finden würde, dann wäre es nur in diesem Bezug, aber ich finde ihn nicht gut. Aber okay. Ihr wisst, was ich meine. So. Und jetzt ist halt die Mama weg, die Mama Merkel, und jetzt hat die halt gar kein Profil mehr. Ja gut, jetzt ist hier so ein Wirtschaftsfuzzi, der es jetzt in der dritten Wahl endlich mal schafft, zum Vorsitz ernannt zu werden. Da, aber was sind seine Ideen, was ist seine Inspiration? Ne? Also bin mal gespannt. Ich finde es ja auch geil, dass die ganze Ehe CDU... Vergewaltigung. Vielleicht irgendwie sowas. Diese ganze CDU, CSU, Oppositionspolitik besteht ja nur aus Vorwürfen auf Scheiß, den die CSU, CDU, CSU selber verkackt hat. Mhm. So, hey, wie kann das sein? Wie die Bundesnotbremse, nationale Tragweite hier, die Scheiß da. Was war das? Dieses Auslaufen von dem einen Zeugs da. Bitte was? Epidemische, die epidemische Lage von nationaler Tragweite, die ist ja jetzt ausgelaufen. Böse, böse Ampel. Ja, aber wer hat die? Also, das ist so. Das, ganze Zeit nur sowas. Ja, CDU geht jetzt nach republikanischem Modell. Das ist genau dieses Ding. Ja, ich habe aber irgendwie nicht das Gefühl, dass das in Deutschland was wird. Hm. Ich meine, man kriegt da sicherlich. Wäre zu wünschen auf jeden Fall. Sicherlich seine Prozente. Aber du kommst zum nächsten Punkt. Wie würdest du eine Partei abstrafen, die 16 Jahre lang das Land herunterwirtschaftet und derartige Politik macht?
Weg? Wohin? Oder ist das, Chris, das gerade eine ernste Frage gewesen, oder? Ja, die führt wohin, also ist eine Überleitung. Ach so. Ja. Was machst du mit einer bösartigen, korrupten Partei im Bundestag, die das Land, die die Deutsche Bahn heruntergewirtschaftet hat? Wie ziehst du die zur Rechenschaft? Du setzt sie neben die AfD. Ah, ach so, ja. Okay. Und jetzt, stimmt, das habe ich am Rand mit. Das hat mir so eine Genugtuung gegeben. Es ist völliger Quatsch und ist mir im Wesentlichen scheißegal, wo die alle sitzen. Mhm. Aber jetzt einfach zu wissen, ha, wir habt keine Mehrheit. Oh. Das ist dieses hier so T-Shirt auf und Schnitt. Genau. Rein. Oh, leider hat ja. Also es ist wirklich, ich. Das habe ich nur am Rand mitbekommen, aber das ist ja wirklich auf höchstem Niveau. Also das Wort Kindergarten umfängt das ja gar nicht. Also es ist natürlich, ne, ich kann es nachvollziehen irgendwie, aber auf der anderen Seite, die sitzen da halt. Warum da wurde sich... mir immer Schnipsi-Gummis an die Ohren. Das wird's, Alter, das wird's. Ja. Da wirft dann irgendwie Alitze Weidel macht dir so Blasrohr und so. Das ist gut, so ja. Feuchte Flutschis, weil die halt nebeneinander sitzen, geht das dann? Oh, genau, das wird lustig. Also ich sag mal, die AfD hat schon merkwürdige Methoden im Bundestag und ich glaube, die wird wahrscheinlich auch versuchen, das System zu untergraben, indem die den feuchte Flutschis ins Ohr so reinmacht und all sowas hier. Stell dir mal vor, die Linke würde neben AfD sitzen, die würden sich ja den ganzen Tag gegenseitig anzünden da. Die Linke, du meinst diese drei Stühle im Bundestag würden da auch noch... Och, muss das jetzt sein? Ja, oh, wir bashen eine Partei, aber wehe, sie ist links. Na, 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 na. Das ist ja dann wieder politisch. Du bist ja gerade auf eine Minderheit gegangen. Ja, gerettet. Dumm. Ja, und das dachte ich mir so. Und ich habe so. Ja, aber war das wirklich? Ich habe es halt wirklich nur irgendwie in der Gruppe kurz gelesen oder so. Oder ich glaube bei Tino in der Story irgendwas. War das wirklich so ein komplettes Parteiding oder haben halt 1-2 CDUler gesagt, es ist blöd, dass wir neben denen sitzen? Ich glaube nicht, dass die CDU das witzig findet, wenn die nach rechts manövriert wird. Und ich verstehe auch nicht so hundertprozentig die Motivation, weil es ist ja ein übelster... Ich guck mal, wir spiegeln uns gerade, wir sind uns so sympathisch. Ich habe mich gerade so hingesetzt und dann fiel mir auf, ich sitze genauso wie Robin da. Ja. Und richtig süß. Naja, wir sitzen halt nebeneinander auf dem Sofa, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Na gut. So, naja. Ja, wo war ich? Genau, ach ja, ich habe es wieder vergessen. Wo war ich denn? Naja, CDU. Warum haben die das überhaupt gemacht? Das klingt wirklich ein bisschen wie Kindergarten. Wo ist jetzt die Motivation? Ich Klar, wenn die einfach, das ist doch gelebte Integration. Das heißt doch immer, hey, wie die ganzen Flüchtlinge hier reinkommen, nicht so in kleine Lager, in Lager schon gar nicht, aber weißt du, nicht in so kleine... So Chinatowns, ja. Ja, genau. Sondern alle durchgewürfelt und dann ist Integration. Warum macht man das nicht im Bundestag? Ist das dann unübersichtlich? Wenn die dann, sich merken? Nee, einfach weil es dann verdammt viele Flutschi-Fingers gäbe. Wahrscheinlich. Das wäre dann einfach so. Aber das ist natürlich eine Frage, ob das so schlau ist, dieses zu sortieren. Ich meine, klar, wenn du irgendwie eine Entscheidung hast und die Regierung in der jetzt Mitte sich kollektiv meldet, kannst du dann als Bundestagspräsident sagen, hier, oh, die Regierung ist geschlossen, hier die und die und die Partei hat sich gemeldet, wenn es durcheinander wäre. Du könntest digital machen. Wie bei Wer wird Millionär so abstimmen. ABCD. Ja, genau. Publikumsjoker. Machen wir das Gesetz oder machen wir das nicht? Dann kommt Laschet rein und sagt, ich bin dagegen. Und dann ruft man Merkel an als Joker und dann. Laschet kommt rein und sagt, er ist dagegen. Wie kommst du denn da drauf? Der hat ja gar keine Relevanz mehr. Das ist nichts weiter als ein Bundestagsabgeordneter. Als Joker. Als Joker kommt der rein. Ach komm, geh kacken. Sagt Joker immer, ich bin dagegen. Der sagt sowieso, er ist dagegen. Der will die Welt brennen sehen. Okay. Okay, ja gut, da fehlt mir jetzt... Aber ihr habt es verstanden, das ist wichtig. Aber Heath Ledger, der Joker, ist tot und Laschet quasi auch. Der ist aus... durch, also der geht jetzt wahrscheinlich auch... geht den Schröderschen... ich hab's versucht, ich gehe jetzt in die Lobby. Wahrscheinlich, also... Putins bester Kumpel. Leuchtet ein. Auch guter Punkt. Aber was anderes. Thema Ampel. Kennst du das, wenn du... Pardon, schneid das mal bitte raus. Autofahren? Nee. Nee, kennst du das, wenn dir im Leben einfach so plötzlich Sachen vergegenwärtigen, die dir... wo du dann plötzlich denkst, Alter, ich bin so froh darüber und ich denke da so sehr. Was ich kürzlich hatte, mir ist aufgefallen... Ja, als du vorhin in der Tür standest, hatte ich das. Ja? Sehr schön. Mir ist kürzlich aufgefallen, dass ich morgen nicht in die Schule muss. Und das ist so schön. Ich habe einfach gedacht, früher war das so ätzend. Man musste jeden Tag in die Schule. Und ich habe... Fällt dir aber relativ spät auf. Mir hat was ist aufgefallen, aber dieses... Bist du die letzten Jahre trotzdem hin? Ich habe immer da gewartet, warum kommt keiner? Nein, es ist aber so, dass es einem wirklich so bewusst wird und auffällt, wie geil das eigentlich ist. Durchaus, ja. Und das hatte ich jetzt auch mit der mit dieser Ampel-Geschichte. Wir werden nicht mehr von irgendwelchen Trotteln und bösen Leuten regiert.
sondern von... Ja, wer wird sich zeigen... Leuten, die erst Trottel und böse sind in 4 Jahren. Ja. Die werden da erst noch hingeschliffen in diese Richtung. Ja, aber wie du sagst, so ein kompetenter Gesundheitsminister... Das habe ich so nicht gesagt im Vorgespräch, es waren ganz andere Gespräche, aber ja. Hey, was? Ich rede... Was? Vorgespräch? Na, wir haben ja hier eine halbe Stunde gewartet, bis du fertig bist mit Schmatzen. Okay, nee, ich wollte sagen, dass das jetzt... Ich weiß nicht, ich glaube, ich meine mir das auch ein bisschen zu bunt, aber irgendwie ist es jetzt so gut, wie es in meinem ganzen Leben gefühlt noch nicht war. Es gab immer nur GroKo und Schwarz-Gelb Rot-Grün. Und jetzt ist es mal sowas richtig... Irgendwie erscheint es so sinnvoll und so stimmig. Ich hoffe, ich werde nicht allzu früh enttäuscht, aber ich kann mir vorstellen, dass ich noch enttäuscht werde. Mhm. Ne, also allein der Herr Habeck, der da irgendwie einen Breakdown gehabt hat. Und so. Das ist doch nicht enttäuschend. Das hatten wir ja letzte Woche, also ich fand das eher schon positiv tatsächlich. Also menschlich und nicht so... Oder eine Bundesregierung und ein Bundesminister der Gesundheit, die präventiv reagieren. Die sagen, es wird ein Problem auf uns zukommen, Mitte Januar und wir handeln jetzt. Um welches geht's? Impfstoffmangel. Ach so. Hast du es mitbekommen? Ich habe mitbekommen, dass es da nicht so viel gibt, aber dass das, also warum genau Januar? Das ist jetzt ausgerechnet, das ist hochrechnet. Er hat eine Inventur gemacht und hat gesehen, okay, wenn der Regale jetzt, durchgezählt, ja? Ja, ja, der hat da so ein Zettel genommen, der so ein Klemmbrett. Auch persönlich. Naja, klar, so ein Klemmbrett typ. Genommen, in seinem Ministerium hat er ja diese ganzen Impfkühlschränke. Mhm. Und ist dann hat er ein paar davon weggeschlurft und hat deswegen so geleiert bei seiner Einamtung. Das ist auch chronologisch völlig sinnvoll, was du da erzählst. Nee, ja, genau. Ja, ist er mit der Strichliste hin, mit so einem Klemmbrett, hat geguckt, okay, fuck, sind nur noch 1,5 Milliarden da. Nee, Quatsch, weniger, aber so. Und jetzt heißt es hier, oh, und bla, und Keks. Jetzt macht er hier Panik, aber ich finde das auch erschreckend neu. Was ist denn eigentlich die Steigerung von Panik? Ja. Ja, sorry. Ja, ja, ja. Ja. Ich hab dich jetzt rausgebracht. Das ist eigentlich die Versteigerung von wenig. Ähnlich. Ähnlich, sehr gut, gerettet. Aber allein dieses, so das, ja, ja. Das ist zwar jetzt irgendwie voll die Krise und aber ich fühle mich irgendwie anders, als wenn sich ein Jens Spahn vorhin hinstellt und sagt, ich habe euch gesagt, wir werden uns viel zu verzeihen haben. So. Ja, doch. So, das war so ein bisschen dit. Das also ich bin mal gespannt, ob wir die fünfte Wille zählen. Wille? Die fünfte Welle. Du bist schon wieder in deinem Bolzenviertel in Köln. Ob wir die fünfte Welle zerimpft kriegen und ob das alles schön wird. Hm. Ich bin zuversichtlich. Also wie gesagt, Herr Lauterbach sagt, wir machen die Welle und Corona tot. Während Spahn halt nur sagt, wir müssen uns viel verzeihen. Ich warne euch schon mal vor, ich werde jetzt ganz viel Scheiß bauen. Hm. Ja, Spahn stand am Strand, als die Welle kam, hat sich wegspülen lassen und Lauterbach will oben drauf surfen. Ja, der merkt, dass sich das Wasser langsam zurückzieht und filmt erstmal nicht für Insta, sondern geht auf einen Berg. Okay. Ne, so kann man das Gleichnis etwa ziehen. Ich schaue mal in meine Liste rein. Ja, schau mal in deine Liste rein. Das war jetzt sehr zu Beginn sehr politiklastig. Das ist ja nicht für jedermann. Ne, ich sehe schon, die Kommentare werden jetzt schlecht. Frau. Wir wollen ja, für alle wollen wir ja. Ja. Deswegen habe ich mein richtig großes YouTube-Thema wieder hier. Boah, krass, ich habe nur noch 2 Sachen. Ich habe schon alles abgequatscht. Wie lange machen wir denn schon? Sind wir langsam durch? Ja, das ist gut zu gucken, weil ich habe gar nicht aufs Uhr geguckt. Wir sind noch nicht durch, nee. Herr Merz, CDU-Ampel bis 2029. Wer spinnt, muss neben AfD sitzen. Impfmangel, okay, gut. 2 Sachen habe ich noch. Also, ich habe hier einen Stuntman von einem YouTuber auf Facebook. Ach, hör mal. Und ich gebe gleich als Disclaimer, weil sonst nimmt sich das vielleicht emotional mit aufgrund von Gründen. Es hat aber nichts mit meiner Heimatstadt zu tun. Nee. Sonst hätte ich den. Okay, egal. Was ist denn da passiert? Nichts, als ich nachher mache. Heimatstadt hat damit was zu tun, pass auf, die Lidi-Rode hier in deiner Heimatstadt wohnt. Ja, ist dumm. Die hat irgendwie so aufgespritzte Lippen in ihrer neuen Insta-Story. Das ist ganz unangenehm anzugucken. Und vorher war das ganz angenehm, die anzugucken, oder was? Ja. Nee, okay, weiter. Also. Statement. Ich habe in meiner Psychose... ich habe das jetzt gar nicht gesagt. Nicht sagen, wer ich rate. Nee, aber ich halte es für sehr, sehr wahrscheinlich, dass das Fake ist. Okay. Soll ich den YouTuber dann erraten, oder? Ich glaube nicht, dass du drauf kommst. Ach so, okay. Also doch, anhand dieses Namens da. Ich habe in meiner Psychose nicht Kuchen. Nur Nina geschlagen, sondern auch Ed, der Instagram... Ed, der Instagram-Name von seiner Babykatze, getötet. Warte, was?
Ja, es tut mir leid, hasst mich ruhig, ich bin noch krank und muss gesund werden, passt auf euch auf. Wer ist denn Nina? Die Freundin von diesem YouTuber. Hä, hieß sie nicht Gina? Es ist halt nicht KuchenTV, du hast KuchenTV gesagt. Jetzt hatte ich gerade Angst. Aber heilige Scheiße. Also ich halte es für sehr wahrscheinlich. Egal wer es ist, ich bringe ihn um. Das dachte ich nämlich, oder dass die. Du da involviert bist, emotional. Ich habe Schwierigkeiten mit Tierquälerei. Also es geht um Miguel Pablo und diese Katze hatte halt einen eigenen Account, der heißt Pablo Junior. Und ich glaube, dass es Bullshit ist. Ich bete, Alter, weil das ist halt eine Straftat. Ach so. Im Wesentlichen ist es eine Sachbeschädigung, die er da verübt hat. Nein. An der Frau. Ja. Nein, ja. Das ist, Pablo. Das ist gerade heute über Twitter gegangen. Ach, der ist, das ist ja krass, dass der mal was Dummes macht. Ja. Das wird ihm sicherlich ein bisschen Spotlight geben. Mhm. Ja, also deswegen gerade die Nähe zu KuchenTV mit, ich habe meine Freundin geschlagen und so, lässt mich das alles ein bisschen sehr, sehr komisch. Ich sehe, YouTube Deutschland dreht wieder, fährt wieder eine neue Runde. Ja, ich, so das weihnachtliche ist halt, Gefühle kommen auf. Du meinst, dass jetzt die Werbe... Ja, okay, I guess, ja. Doch, aber das Bizarreste ist für mich, dass diese scheiß Katze alleine einen Instagram-Account hat. Da sind auch nur zwei Bilder drauf. Die war irgendwie erst 15 Wochen alt. Oder ist es halt immer noch? Ich weiß es nicht, aber... Also, ich habe eine Babykatze getötet. Das ist schon derart straight. Ja, aber also... Selbst das Schlimmste, was man machen kann. Oder ja, das immer das... Das ist echt wie Bullshit klingt. Und wenn er es gemacht hätte, warum sollte man das dann auch sagen? Also... Ja, warum sollte man das auf Insta verkünden? Also, so, ich habe noch ein zweites. Der Punkt ist, jetzt bräuchten wir halt echt Tino, weil der hat den Typen echt durchschaut. Das stimmt. Der hat das hier der mit dem... Der hat das Fake, mit dem Humor sehr gut vorher gesagt. Gayfake hat der rausgebracht. Können wir den anrufen? Telefonjoker? Mal kurz probieren. Er hat noch was hier. Kurzes Stuntman. Hinter den Kulissen gab es viel Streit zwischen Nina und mit. Er wollte wohl mir schreiben. Ich habe sie sehr verletzt körperlich. Ich stehe dazu und werde es nicht leugnen. Das ist das Massachusetts Institute of Technology, glaube ich, meint er. Ach so. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Doch seit 7 Monaten läuft unsere Beziehung komplett süß, ohne Gewalt. So zeige ich dem nicht. Bleibt tapfer und steht zu euren Fehlern. Hashtag MPArmy. Das ist alles ganz komisch. Wenn stressig, wie es zu mir ist, sage ich immer, ich mache gleich Kuchen bei dir. Aber jetzt kann ich auch bald sagen, ich mache Miguel Pablo bei dir. Ja, kannst du auch, wenn du an ihrer kleinen Katze, egal. Ist das dieses Hate-Fuck, wenn man die Muschi tötet? Ja. Oh, wow. Ist das jetzt, wird das jetzt ab 18? Soll ich, sollen wir das, Pablo machen? Sollen wir das rausschneiden? Man darf ja hier Muschi sagen, oder? Okay. Also ich bin, also meine Meinung zu der ganzen Thematik, ich finde das nicht so gut mit der Katze. Echt kontrovers. Ich glaube, ich sollte endlich mal wieder auf eine Welle aufspringen, mal ein Meinungsvideo machen. Aber vielleicht hat die Katze ihn ja vorher gekratzt oder so. Das rechtfertigt das absolut. Notwehr. Ja. Kratzt so eine Katze, die ein bisschen was über ein Jahr ist, doch. Das sind schon Waffen. Ja. Das sind. Ja, also ich halte es für krassen Bullshit, aber. Schon dumm Bullshit. So. Und wenn es nicht Bullshit ist, ist es halt noch viel härter. Aber der Punkt ist, allein jetzt hat er Aufmerksamkeit bekommen und es wird jetzt wieder von unseren Zuhörern sicherlich safe welche geben, die sich das auch dann nochmal durchgoogeln. So. Also selbst wir, die jetzt uns als jetzt nicht irgendwie eine kiddie-dumme Fanscheiße da erachten, machen das Ding groß. So. Und wie ist das erst dann unter diesen ganzen Schulhof-Sachen? Ne? Ja, aber das Ding ist, dieser KuchenTV zum Beispiel hat halt auch unter der Sache gelitten und das finde ich gut. So. Also das. Wenn das dafür sorgt eigentlich, dass er vielleicht weniger Fans hat, ist es ja auch gut, ob es stimmt oder nicht. Aber das wird halt wahrscheinlich nicht passieren. Er kriegt jetzt Spotlight dadurch, und zwar wahrscheinlich viel. Ja. Wenn jetzt das neue Video von Miguel Pablo kommt, was ich wirklich gemacht habe, dann das ist 1000 Millionen Klicks, Alter. Also, geht nicht auf den Kanal. Na gut, dann gehen wir halt schnell zum nächsten Thema. Na, jetzt haben wir schon gesprochen, wir können es auch weiter besprechen, aber wenn das jetzt eine Überleitung macht, dann... Die Muschis in den Brunnen gefallen. Oh, Alter, ich hasse das. Ich komme damit echt nicht gut zurecht. Also mit Tierquälerei und so. Ich meine, also ich kann da auch gerade. Süße kleine Katze ist natürlich wirklich so ein Ding, das könnte nicht offensichtlicher sein eigentlich. Ja, deswegen, ne? Ich bin halt so 90% davon überzeugt, dass es Bullshit ist. Deswegen. Weil ja, aber der ist halt. Stimmt, warum sollte man das auf Instagram posten so? Ja, aber was ist sein Plan? Dann macht er sich. Dann wird er sagen, haha, Spaß, ach, es tut mir voll leid, war doch nicht so lustig. Dann machen irgendwelche News-Times. Dann machen irgendwelche News-Times und ich weiß nicht, ob es wirklich bereut. 1000 Reactions. Es ist doch genau diese Scheiße und am Ende wird es ihn nicht schaden. Obwohl er halt übelst ein Scheißwort allein damit, dass er so einen Fuck postet.
Es ist halt wirklich so ekelhaft, diese ganze Medienwerbebranche und YouTube. So, man muss einfach nur krass ekelhaft sein und dadurch wird man es. Echt. Ja. Nun, dann, Rant um euer Leben. Wenn wir jetzt eh schon hier Muschis besprochen haben, können wir auch Cracker besprechen. Das ist nämlich ein Slur, sagt Twitch. Ein Slur gegen Weiße. Also so, wahrscheinlich mit alter Knacker würde man es am ehesten übersetzen, aber geht nicht so direkt zu übersetzen. Das heißt halt sowas. Das ist übelst viele Fremdwörter gesagt. Kannst du das nochmal für ein Kindergartenkind erklären, was hier gerade vor sich geht? Also, es gab zwei Streamer und gibt sie vielleicht auch bald wieder. Hassan Piker und Worsch, das sind sehr große, eher linksorientierte Streamer, die auch so Meinungsvideos oder halt Streams machen und Deutsche reden. Nee, das sind internationale, ach so, okay. Also amerikanische, US-amerikanische. Und der eine hat halt in einem Stream ganz oft jemanden als Cracker bezeichnet, was halt einfach so ein Wort für Weiße ist. Okay. Ja, du Cracker, also wenn wir in Deutschland vielleicht Weißbrot sagen würden. Was halt so. Okay, get it. Sind so, die denn selbst weiß? Die sind beide weiß, okay. Soweit ich weiß. Worsch hat dann, oder Worsch oder wie auch immer, keine Ahnung, der hat dann über das Geschehene nur berichtet und hat zitiert, ja. Der hat den Cracker und wurde dann auch gebannt. So. Und ich bin tatsächlich so ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite denke ich mir, okay, also wenn ich jetzt im Stream Weißbrot sagen würde, das ist halt so total dumm, das offensive zu finden. Auf der anderen Seite, wenn natürlich die Policy der Firma ist, dass ja. Also Slurs egal sind, dann ist es ja egal, ob Weißbrot so viel softer ist als ja, die Steigerung von wenig. Mhm. So. Ohne W. Genau, weil das tut weh. Und, so viel besser, als wenn wir das Wort sagen. Ne? So viel besser so jetzt. Viel besser. Wir sind einfach so gute Menschen, ne? Als wenn ja. Wir das Wort einfach gesagt hätten. Ist so. Aber ist so, ja. Ja. Ja, wir transportieren das Wort halt nicht. Wir setzen es nur in die Köpfe der Zuhörer. Ja. Wir haben eine weiße Weste und die denken gerade alle das böse Wort. Ja. Denk jetzt mal gerade nicht an diesen Racial Slur gegen schwarze Zuhörer. Ja. Mhm. So. Nee, aber also dann muss ich sagen, klar, dann ist das halt schon irgendwie gerechtfertigt. Aber auf der anderen Seite, das Wort Karen zum Beispiel als Slur war jetzt auch schon in der Debatte. Und dann suchst du dir halt einfach einen neuen Namen ja, aus. Ja, eben. Wo führt das hin? Halt es ist Janice immer... Janice oder so. Ja, es ist halt so dumm. Du kannst das jetzt alles wegverbieten, aber der Gedanke geht ja dadurch nicht weg. Die Wut der Leute, die sich solche Wörter nehmen, geht davon nicht weg. Ja. Also, ich meine, klar, die Firma kann das machen, aber dann rum. Ja. Und wenn man jetzt statt sagt, ey, der hat neulich über den anderen gesagt, er wäre ein Weißbrot, Zitat Ende. Hm. Wenn man das ersetzt durch, hä, du dreckiges altes W-Wort, ja. Dann ja. Ist das ja viel härter. Ich finde, das ist, ja, genau, exakt. Also ich bin nicht der Auffassung, dass dem viel, viel gewonnen ist, wenn man das Wort dann ersetzt. Ja. Durch N-Wort oder so. Es ist doch komplett, es ist, ja gut, aber was das meinst ist, du jetzt mit N-Wort? Warte. I Maßen. Okay, genug. Ach, schon wieder bei deutscher Politik Drecksmaßen. Achso, ja. Ich sehe schon, Alter, wenn Tino das hört, der bringt uns um, ne? Das ist schon... Ja. Tino, du musst schnell zurückkommen, sonst eskaliert das hier noch. Wir fangen hier dann wirklich an, geschichtliche Events auszupacken. Gut, also, ich habe von einem Fass berichtet letzte Folge. Und das würde ich jetzt hier nochmal ausführlich machen wollen, weil das war nämlich... Das Fass ist offiziell jetzt zu, aber das war eine Shitshow. Das kommt mir gerade nicht in den Sinn. Ja? Was war das für ein Fass? Ich habe gehofft, dass das so ist. Und dann kannst du das rekonstruieren, was da genau war. Alright, das Fass hat wie viele Böden? Naja, gar keine. Das war ja der Witz daran. Es klingelt. Da war irgendwas. Das Fass sollte zugemacht werden, aber wurde dadurch noch viel weiter geöffnet. Das ist der genau, das war der Rocket Beans Mensch. Ja. Ja, weiß ich. Das ist Andro. Der alte Copy-Paster. Der alte Copy-Paster war der, das. Diese alte Annalena Baerbock. Genau. Also wenn er Glück hat, wird er unser nächster Kanzler. Ich kann Kanzler, sagt er. Ja, das ist, ja okay, ja gut. Du bringst nichts durcheinander. Mach weiter. Gut, also. Der Sandro wurde jetzt tatsächlich gefeuert. Und das Fass ist offiziell zu. Der will sich tatsächlich auch komplett aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Mein Kopf hat ausgesagt, der will sich jetzt auch umbringen. Warum ist mein Kopf so, Alter? Okay, also dem geht's echt nicht gut. So. Ich ja, meine, dann würde ich auf jeden Fall erstmal meine kleine Miets schlachten. Ja, der geht nach Hause und schlägt Nina. Nein,
Also das war ein langwieriger Prozess, weil irgendwie tagelang wollte gar keiner offiziell Statement geben von den Rocket Beans, aber jetzt nach 4, 5 Tagen schon. Und tatsächlich wollen sie sich von ihm trennen, was ich echt nicht gedacht hätte. Und er steht jetzt hier kurz vor Weihnachten auf der Straße, aber es ist ja auch sein eigenes Handeln so. Und Der wird ja seine Wohnung noch haben, oder haben die die ihm auch weggenommen? ja, das Interieur, das sieht genauso aus wie beim Nachbarn. Ne? Ach so, ja gut. Ich Ist dachte nicht eher deins, so, ist nicht deins. du gehst jetzt aus unserer Firma und dein Haus nehmen wir auch und dein Auto und deine Frau. Ab! Es reicht. Ja, also ich muss sagen, Am ich. besten noch mit so einem Holzding, wo du die Hände so durchstecken musst. Ja. Noch so ein Tritt in den Rücken, weil so unschuldig mit seiner Klampe Kurz vor rausgeht. Weihnachten, weißt du, Jesus, der mit dem Kreuz durchgeht, aber du denkst an dieses Holzding, wo man drin steckt. Nee, ich dachte gar nicht an Jesus gerade. Ich bin Ach relativ so. unreligiös, musst du wissen. Ach so. Nee, ich fand das einfach nur witzig wegen diesem Fass-Meme, muss ich sagen. Deswegen war ich da investiert. Ist das Fass jetzt zu? Wurde halt sehr oft gefragt. Das Fass ist jetzt zu und es ist auch der Konsens. Es ist ja auch vernünftig, den Typen jetzt in Ruhe zu lassen. Der ist halt jetzt rausgeflogen. Wie Aber heißt der mit Nachnamen? weiß ich gar nicht. Kritlo oder sowas. Kritlo? Irgend sowas. Okay, da kann er keinen Kanal machen, wie Kritlo. Nee. Sonst wäre das echt eine Chance, aber so. Ja, vielleicht nennt er sich einfach Behind. Ja, klar, Weil natürlich. on theme. Lädt uns dann ein, hey, ihr wart doch bei der Millionärswahl, wollt ihr mal ein Interview machen? Ja. Hey, Herr Rode, soll ich mal ins Gesicht schlagen? Gut. Alter Nee. Kamelle. Also was daraus resultiert, ist halt ein so ein Video von Kino Plus, wo der halt öfter mal zugange war, was ich auch hin und wieder geschaut habe. Und da waren die Leute, die darüber geredet haben, also besonders eine, der Schröckert, der auch unter anderem mit Sophie aus Köln ein bisschen zu tun hatte und so. Ich weiß nicht, da ist so. Die ich einmal Egal. getroffen habe. Ja, sag mir Genau, ja. was. Egal. Und der war da echt den Tränen nah. Das ist schon dann wirklich ein hartes Thema für die gewesen. Der war den Tränen nah. Okay. Weil der dem da vertraut hat und Ach so, das weil lief er. ja, also es hat angefangen mindestens 2015. Bei Giga hat er tatsächlich auch so als Freier mitgeschrieben oder halt kopiert. Und jetzt halt irgendwie 6 Jahre später das Ganze aufgerollt, das dann schon hat. Aber egal, ich war nur investiert wegen dem Ich find's aber Fass. krass. Was war da los? Na gut. Na, der hat Dinge kopiert. Ja, aber was geht in einem vor, dass man so lange denkt, das merkt schon keiner. Ich meine, wenn man einmal eine Ja. Deadline nicht schafft und sagt, okay, fuck, den Zeitraum absetzen, die muss ich jetzt mal, scheiße. Ja. Aber das machst du ja nicht über Jahre. Naja, das Ding ist, je länger du nicht erkannt wirst oder entdeckt wirst, dann fühlst du dich halt immer sicherer wahrscheinlich. Wir können ihn ja mal auf ein Interview einladen, seine Sicht der Ja. Dinge. Nochmal das Fass so ein bisschen anöffnen. Nochmal anbohren, das Fass. Ja. O-Soft ist. Kaum zu fassen. Ja. Aber ich muss sagen, also damit habe ich mich auch nochmal mit Rocket Beans ein bisschen beschäftigt, weil wir kennen die ja Ja, durch die quasi. Gamescom. Natürlich auch, ja. Das sind ja unsere Ja, du Leute. musst dann vor allem nächste Gamescom, musst du das ja dreimal dann abziehen mit den Besuchen. Ja. Also, ah, hallo, es ist 2020. Übrigens, wir haben überlegt, dass wir das Gamescom-Video so aufziehen, dass ich verrat's nicht. Dass wir die 2 letzten Jahre nachholen. Nee, ich finde das echt dumm, wie die sich umstrukturiert haben. Die machen jetzt auch Solo-Streams, weil auf Twitch die Kohle zu holen ist. Also diese Ist ja nicht so, ganzen. dass du das schon die letzten drei Male erzählt hast. Ja, aber also jetzt ist mir halt aufgefallen, dass die gleichzeitig streamen, wenn auch der Sender live ist. Und das ist total dumm. Also Okay. das ist ja Der nicht Sender gut. ist einfach nur auf Büchse, ne? Nee, der ist jetzt 2 Tage die Woche. Was war denn das jetzt? Der Ich ist. wollte sagen, aus der Konserve und was mir einfiel, war auf Büchse. Der ist aus dem Fass. Ja, aber das Sauerkraut ist vom einfach Fass. nur Videos abgespielt, ne? Der Nee. Live-Sender auch? Der ist jetzt nur noch 2 Tage die Woche live. Und das macht es halt noch absurder, dass genau in diesen Tagen die halt gegenstreamen. Hä, aber wie? Also sind die dann auf zwei Kanälen online oder was? Ja, die haben ihre eigenen Twitch-Kanäle, die einzelnen Leute, Simon und Etienne, die kennst ja alle. Und Ja. Nils hier mit dem Also ist Fidget-Spinner. es so, dass Simon und Nils irgendwie streamen, während Etienne seinen eigenen Stream macht, oder ist Die Etienne in haben beiden Streams zu alle sehen? drei gleichzeitig streamen und gleichzeitig streamt noch die Firma mit dem Rocket Beans Also Sender. ist viermal der gleiche Content einfach. Na, nicht der Oder gleiche, aus verschiedenen sondern. Kamerawinkeln. Nein, die sitzen bei sich zu Hause Ja. und streamen, während ihre eigene Firma, wo sie Gesellschafter sind, halt gerade ein Event macht. Aber nicht mit denen selbst. Nee. Ach so, genau, Aber das ist halt verstanden. schon dumm, oder? Ja. Ja, Also. you're well. Ja, naja, Vorher vielleicht. waren die ja 24/7 live, aber halt auch mit VOD-Sachen. Und jetzt nur noch 2 Tage die Woche. Egal, ich wollte es auch gar nicht so groß machen. Ich Ich wollte wollte, ich hab's nur nicht sagen, verstanden. das wäre hier.
Gamescom 2022, frag mal Sandro an und geh mit dem auf die Bühne. Sandro? Nein, der Typ, der gefeuert wurde. Ach, hier, der Kretschmann. Nein, der mit dem Fass. Na hier, der Big Kretschmann. Was? Ach so, ja. Bikritlo. Ja, komm an. Gut. Nee, er muss da raufgehen, aber er hat so ein Gesicht von dir auf der... Das wäre witzig, ja. Hallo, ich bin der Robin, ich habe sein Gesicht kopiert. Und dann, ha, versteht ihr? So, das wäre doch gut. Doch, ist ein Gag. Versteht dann keiner, außer zwei Leute, die den Podcast gehört haben. Und heißt dann einfach nur so übelstes Schweigen im ganzen, in der ganzen Halle. Ich glaube, einmal ist alles still. Simon, Ubisoft dreht einen Sound runter, damit man das Schweigen besser hört. So dieses Geräusch von so einer Platte, die gerade angehalten wird. Simon, ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt gehst. Der heißt zwar anders. Heißt nicht Simon. Wer ist der nochmal? Sandro. Sandro. Ich glaube, es aber ist besser, wenn du jetzt gehst. Aber vergiss das, weil der will jetzt echt aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Ja, weiß doch, wie es ist. Ich weiß, wie es ist. So. Ich habe dir noch was geschickt. Nee, was heißt noch was? Ich habe dir zwei Sachen geschickt. Ich habe die beide noch nicht angesprochen. Das eine ist mit dem Christbaum gewesen. Da hast du gar nichts zu gesagt. Vielleicht hast du es gar nicht geguckt. Zeitlich nicht geschafft. Soll ich es noch schnell gucken? Wir machen Timestamp? Nee, ich mache mach ganz kurz einen Abriss. Fox News, also Bild TV aus USA, hat vor ihrem Headquarter einfach so einen großen Tannenbaum stehen gehabt. Und der wurde angezündet von irgendeinem paranoiden Obdachlosen, der psychisch krank war, also wahrscheinlich Miguel Pablo oder so. Höchstwahrscheinlich. Hat das einfach nur gemacht, weil er halt dumm ist oder halt, weiß ich nicht. Also ohne, ich will den jetzt schaden, ja. Ohne so eine Intention, sondern einfach, ein geiles Feuer. So. Und sie haben. Warum redest du wie jemand? Weiß ich nicht. Geil Feuer. Und die haben 36 Stunden lang nur darüber berichtet, als Main Story. Ich dachte, wir haben 36 Stunden gebraucht, den zu löschen. Das wäre noch krasser. Ja. Die waren damit beschäftigt, Leute an Kreuzen davor. So geil. Grillanzünder nachgelegt, der braun, der brennt immer noch, Leute. Guck doch mal, was hier passiert. Skandal. Die haben das auf jeden Fall zu ihrer Main Story gemacht, für 36 Stunden durchgehend. Und haben dann gesagt. Klingt schon wieder wie Satire. Ja, die haben dann gesagt, das ist wie Pearl Harbor. Ja. Also Pearl Harbor vergleichbar mit einem scheiß Tannenbaum, der für nicht mal eine halbe Stunde gebrannt hat. Wo keiner gestorben ist, wo nichts passiert ist im Grunde. Das ist ein Angriff. Auf die freie Demokratie aber. Ja. Ja, ja, doch, doch. Das fand ich richtig witzig. Ja, mir fällt halt nichts ein. Ich wollte dieses Pearl Harbor jetzt noch toppen mit irgendeinem Satz, aber ich krieg's nicht hin. Ja, es ist halt das wirklich... Das ist ja so bescheuert. Wenn das für die geneigten ZuhörerInnen... Ja, hallo Tino. Eventuell nicht ganz nachvollziehbar ist, aber stellt euch vor, bei Bild TV würde vor der Haustür ein scheiß Tannenbaum brennen und die sagen dann, es ist wieder Einmarsch nach Polen damals. Naja, andersrum, ne? Naja. Achso, ja, Polen ist natürlich bei uns, ja klar. Ja, ja, ja. Doch, so war's, genau. Man muss sich diese Rede vom 1. September anhören, dann. Es waren, ja, natürlich. Nein, aus Sicht Polens der Einmarsch nach Polen. Ach so. So. Sie hätten, weißt du, die haben quasi. Fox News hätte auch sagen können, aus Sicht Japans war das Hiroshima. Was redest du da? Egal. Nur, dass wir das waren. Ach, naja, egal. Okay, gut. Das andere hast du dir nicht angeguckt. Auch Matrix. Habe ich auch was geschickt? Hast du ja angeguckt? Ich glaube schon. Das ist nämlich dein Thema. Aber so mit Computer und so. Habe ich. Zu Hause. Unreal Engine 5. Hast du es jetzt gesehen oder nicht? Hä, was hast du mir gezeigt? Das hier, guck mal, diesen Link. Da habe ich doch geguckt. Matrix Awakens. Das ist der neue Matrix-Teil. Nee, nicht? Das ist halt kein Spiel gewesen. Das ist einfach nur eine Demo der Unreal Engine 5. Okay. Hast du nicht angeguckt? Doch, aber ich habe es nicht verstanden. Muss ich nochmal in dieser Hinsicht gucken. Na, fandst du, das war ästhetisch? Habe ich vergessen. Du bist zu hässlich, Alter. Ach, schreib doch drunter, das ist für Brennpunkte. Hätte ich es mir angeguckt. Naja, ich dachte, es interessiert dich halt. Interessiert mich auch, aber noch. Unreal Engine 5. Also die Figuren sind halt hart für mich im Uncanny Valley. So, ach, die sind so ultra nah schon irgendwie gefühlt am Original, aber die haben halt so tote Augen und die ganze Zeit ist ganz komisch. Ich gucke jetzt mal rein. Die Kamera fliegt dann auch so mal über die Stadt drüber und das sieht einfach nur 1:1 echt aus für mich. Ja, ist schon relativ weit. Das ist echt krass. Aber da muss man auch dazu sagen, dass diese Stadt irgendwie so mehr oder weniger automatisch generiert wird. Da kann man wohl so Settings einstellen. Das ist wohl auch Teil der neuen Art der Unreal Engine.
Settings kann man nicht da machen. Nicht jeder einzelne Stein selber gesetzt. Mhm. So. Das ist halt das Ding. Vielleicht sehen die Spiele dann alle so ein bisschen generisch gleich aus, aber kann ich mir auch nicht vorstellen. Okay, kann sein, dass ich das auf dem kleinen Bildschirm nicht hundertprozentig erkannt hätte, dass das keine echten Menschen sind. Ja, aber ist ja schon... Ich finde, die Leute in Matrix sehen da sowieso so ein bisschen seltsam aus. Mhm. Da hätte das schon gepasst. Also, wenn die dann im Auto sitzen, haben die halt Brillen auf. Mhm. Das macht es auf die jeden Szene Fall. Die Szene habe ich gerade vorliegen. Ja, das sieht dann halt realistischer aus, weil du halt diese... Ich glaube, die Augen sind einfach das Schwierigste zu machen. Okay. Aber an sich trotzdem beeindruckend. Also Matrix Awakens, Unreal Engine 5. Matrix? Also das ist jetzt simuliert? Nee, das ist, glaube ich, tatsächlich der echte. Och, aber der switcht dann so. Okay. Das ist jetzt gerade Kuckradio, was wir machen. Das ist ein Kuckradio. Herr Rodio. Okay, ja doch, das ist ziemlich kurz vor echt. Das ist schon ziemlich... Aber also für mich ist es ein bisschen ekelhaft. Also, Herr Rodio, hätten wir nicht den Podcast gleich so nennen können? Naja, das ist dann eher so, howdy Partner, dein Texas. Herr Robio, zack, fertig, alles drin. Ja. Howdy Texas, warum auch immer. Das auf jeden Fall ein Ding. Ja, darf ich jetzt wieder was machen? Du darfst wieder was Lokal machen. Lokal News. Ich habe vorhin von Köln gesprochen, / Heimatstadt. In Köln gibt es ein Lokal. Ja, das ist richtig. Oh. In Köln gibt es ein Lokal. Warst du mal am Meld? Ja, warst du. War ich. Genau, und das nur am Rande. Das ist das geschmolzen. Quasi, das wird ab 1.1. nicht mehr das Meld sein. Das wird dann quasi den letzten Tag das Meld gewesen sein. Mhm. Ist das wegen Atomkraftsböse, Kernschmelze? Meltdown? Nee, weil die Lizenzen abgeben. Und das habe ich mir hier falsch aufgeschrieben. Hießen die nicht Lost Level? Ich habe mir Next Level aufgeschrieben. Naja, auf jeden Fall, die Bar ist die gleiche, der Name ist ein anderer. Aber du weißt doch, wen man damals immer im Meld getroffen hat. Ja? Also hat der Vic immer gerne hingegangen. Wer ist denn der Vic? Ach, der Vic. So, und den hat man jetzt längers nicht getroffen. Ja. Weil der ja nach Madeira ist. Stimmt. So, und jetzt, Kölner spitzt eure Ohren. Es könnte sein, dass wir ihn ab März wieder haben. Wieso? Wegen diesem Laden oder was? Ach, der ist jetzt Inhaber oder was? Vielleicht, nein. Ich verstehe nicht, was die Nachricht ist, dass sich ein Lokal umgenannt hat. Na ja, erstens und zweitens, dass Aiblali wiederkommt. Und was hat das mit dem Laden zu tun? Na, den hat man da früher immer drin gesehen und der ist ja jetzt bald wieder. Das wollte eine Überleitung sein. Ja? Komm, ey. Hat der das halt gesagt? Ich dachte, du hast jetzt wirklich so Insider-Infos. Nein, aus der Kölner Untergrundszene. Das ist eine Überleitung. Pass auf. Der hat ein Video gemacht, das jeder sehen konnte. Ach so. Und ich habe hier dieses Rätsel, was du mit Tino immer machst. Mhm. Also, Aiblali kommt zurück. Ja. Warum kommt Aiblali aus Madeira wieder zurück nach Köln? Erstens. Ich hätte da erstmal ohne erstens zwei. Hat es irgendwas mit Corona zu tun, hätte ich gedacht jetzt. Ich mach deinen Scheiß. Ich finde okay. meins witziger. Ja, ist witziger, ich lache. Okay, pass auf. Erstens, ihm fehlt die Großstadt und die Events. Mhm. Zweitens, die Leute in Madeira waren fies zu ihm und er will da wieder weg. Drittens, es gibt in Madeira nicht genug bunthaarige Mädchen. Er hat da nicht so viele finden können auf Tinder und so weiter. Da lächelst du aber gerade übertrieben viel bei dem Drittens. Ist es wirklich das, ja? Rate. Also ich hätte jetzt beim Zweiten schon gesagt, okay, das klingt lustig, das wird es wahrscheinlich sein. Aber dann hast du beim Dritten so gelacht. Ich sag aber, um dir den Spaß nicht zu nehmen, sage ich jetzt das Zweite. Du liegst richtig. Ah, aber hättest du gesagt, 1 und 2 sind es nicht, lägest du falsch. Es sind alle drei Gründe. Es liegt nicht an Corona und es liegt auch nicht, soweit ich weiß, daran, dass er Inhaber vermeldet ist. Ja. Und wir kriegen ihn wieder. Köln ja, wird super, wieder die Medienstadt mit Aiblali. Ja, der dann besoffen hinter Zäunen hervorschreit und in die traurigen Augen von Dion guckt, der nicht auf die Party kann. Stimmt, da war ja was. Ja, wir sind der Brennpunkt Internet und nicht Brennpunkt Amerika. Nicht Brennpunkt Tanne vom Bildgebäude. Ja, aber ich fand es trotzdem sehr witzig. Ich musste echt lachen, als ist Pearl Harbor. Egal. Und alleine 36 Stunden über einen scheiß brennenden Baum. Egal. Das ist okay, du willst über meine Blase nicht reden. Nee, ich bin ein großer Fan. Ich gucke all seine Videos.
Ich habe mich gefreut. Der hat auf Tinder nicht genug bunte Mädchen gefunden. Das ist komisch. Also er meinte, wie gesagt, alle drei Gründe. Und er meinte also, ja, und hier gibt es nur ganz, ganz wenig Mädchen aus der Alternative-Szene. Und hatte so eine mit blauen Haaren eingeblendet oder so. Er meinte dann, ich habe nur so zwei Mädchen mit blauen Haaren. Ja, damit ihr wisst, was ein Mädchen ist. Ich habe nur so zwei Mädchen mit blauen Haaren gesehen. Da dachte ich, okay, ja gut, da bist du in Köln auf jeden Fall gut aufgehoben. Mhm. Also ich habe da mein Alternative-Mädchen her, könnte man sagen. Aber ich finde es auch witzig, dass es einer der Gründe war. So. Die Madeira-Leute waren gemein zu ihm. Genau, und die haben hinter seinen Rücken immer so ein bisschen Stimmung gegen ihn gemacht. Hat er auch in dem Video erzählt. Ach so, ich dachte irgendwie gerade die ganze Zeit an die Einheimischen, aber das sind... Ja, deswegen fand ich das halt so winzig. Raus aus unserem Land! Ja. Ach klar, natürlich, da gibt es ja auch noch andere Streamer und so. Genau, Scheiß. Die ganzen YouTuber haben rumerzählt, ja, Iblali, jeder nicht. Der will immer nur bunte Mädchen. Genau, bunte Mädchen. Ja. Der ist komisch, trifft dich nicht mit dem und so. Mhm. So war das. Swipe den mal nach links, wenn du den auf Tinder siehst und bunte Haare hast. Genau. Und dann, was ist hier los? Keiner will mich. Okay, gibt's niemanden mit bunten Haaren? So. Oder wenn du den auf der Straße siehst, setz schnell Kapuze auf, dass der wieder weggeht. Ja, geil. Cool. Aber schön. Also in diesen drei Statements ist eigentlich das Einzige, was für Köln spricht, schon die bunten Haare, oder? Also jetzt explizit für Köln. Ja, Großstadt sowieso, ne? Aber klar, hätte man in anderen Dingern auch. Aber ja, ne, ja, der war hier ja schon mal früher. Ich hätte halt eher gedacht, dass... Wir müssen jetzt auch nicht ganz drüber reden. Ich merke, dass sich das Thema nervt. Nee, ist okay. Ich dachte nur, also Madeira hat vielleicht A, nicht so viele Einwohner generell. Ja. Würde ich mal gegenchecken, weil, nee, habe ich keine Lust. Und B, durch Corona dachte ich halt einfach, dass sich so ein bisschen isoliert angefühlt hat auf der Insel. Ja, also weil ich weiß, ist er ja während der ersten Welle erst hin, weil er hier Schnauze voll hat, so ein bisschen. Da war auch nicht lange da, du. Nicht allzu lange. Wollte, glaube ich, länger machen, aber ich wollte, also, ne, so, also haben wir jetzt über Iblali geredet. Im Übrigen ist ein YouTuber aus dem YouTube. Aus dem Netz raus. Mhm. So, das waren meine ganzen Meldungen. Ach so, na, dann ich hatte jetzt gehofft, dass jetzt von dir ein bisschen mehr kommt, von wegen, hey, Kolabo, wie ist denn das eigentlich mit dem Bratwurstwitz? Vita Kolabo. Genau. Der Bratwurstwitz ist auf jeden Fall ein Evergreen, ein Everbraun. Ja, gut. Ja. Bin ich durch. Nee, bin ich nicht, aber also, was soll ich dazu sagen? Ja, das frage ich dich auch nicht jedes Mal, wenn du mir was erzählst. Gut, aber ich weiß nicht, Iblali ist für mich halt einer von vielen. Für dich ist der so ein bisschen, der sticht mehr raus. Der ist irgendwie mir total ans Herz gewachsen. Ja. Nein, es ist wirklich so, dass ich dieses Video gesehen habe und dachte, ey, das wäre doch für den Brennpunkt ganz witzig. Aber warum muss ich mich bei dir immer rechtfertigen? Kannst du nicht einfach mal nett sein? Lösch den Brennpunkt. Das ist eine sehr schöne News, nein, gerade die Überleitung vom Welt dahin. Lösch. War sehr gut. Lösch den Brennpunkt. Nee, ich will da nicht jetzt, ich will da nicht drauf sein. Bitte nicht. Darf ich nur meine Tonspur hochladen? Ja. Wie würde man denn sagen? Sie haben mich ins Gesicht aufgenommen. Das dürfen sie nicht. Ja. Nee, wie sagt man denn zum Mikrofon? Gefüllt ist es ja nicht. Stimmt. Ja. Gibt's kein kurzes... Schreibt's in die Kommentare. Recorded halt, ne? Ja, aber selbst das geht ja auch mit der Kamera. Was geht man der Woche? Nee, noch nicht. Wie weit sind wir? Wir haben noch ein paar Minuten. Na dann. Nee, pass mal auf. Stehst du zu Amazon? Ist das nicht irgendwie dein Arbeitgeber? Ein bisschen, deswegen muss ich aufpassen, was ich jetzt sage. Also, wie stehe ich zu Amazon? Es ist auf jeden Fall, die machen es wirtschaftlich richtig. Einer der besten. Die machen es wirtschaftlich richtig, aber ich finde auch, dass die ganzen, die sollen mal Steuer zahlen und wir denken über Zerschlagung nach, auch keine falschen Gedanken sind. Hm. Ja, hat auch alles überhaupt nichts damit zu tun eigentlich, aber Amazon hat jetzt einen kleinen Skandal, weil in Amerika war mal wieder so ein Hurricane. Das ist ja, ne, ist ja keine News an sich. Deswegen ändert man nicht ja nur die Politik nicht. Mach halt den Maul. Nee, tatsächlich ist es ein bisschen in News, weil es ist halt nicht Tornado-Season. Mhm. Das ist eher so im April, wenn der Frühling kommt und die neue warme Luft und so. Also und freut euch auf den Brennpunkt im April. Da wird es dann besonders viele Tornados geben. Vielleicht halt auch nicht. Vielleicht shiftet sich einfach das Klima. Aber das ist auch nicht die Nachricht. Da sind viele Leute gestorben. Das interessiert auch nicht. Das, und während Biden einen Vortrag hält über diese fürchterlichen Schäden, ist Amazon im Hintergrund und lacht. Ja, und steckt so die Zunge zwischen die Zähne. Ja. Nein. Die haben ihren Mitarbeitern verboten,
aus dieser, was, wie sagt man da, nicht Filiale, da wo die halt hier so Pakete verpacken und so, aus dem Lagerhaus, Lager, wo die halt arbeiten. ja. Zentral, Zentral. wie auch immer, ja, sie sind nach Die haben Haus. verboten, da wegzugehen. Also als die Alarmglocken angingen, hier so ein Tornado und so, und ihr dürft die Arbeit nicht verlassen, sonst wäre er gekündigt, und dann sind die halt da geblieben und dann sind ganz viele gestorben. Schon gut. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das die oberste Amazon-Führung so gut findet. Also ich denke, dass eher so eine Ich glaube nicht, dass das Mittelschicht-Ding. Jeff Bezos persönlich gesagt hat. Nein, aber ich denke, in den obersten Reihen wird das sicherlich scharf kritisiert, aber es ist sicherlich auch wieder ein systematisches Problem, dass Ja. die Leute, die dieses Amazon-Haus da führen, unter Druck stehen, viel zu verpacken, Druck von oben, und deshalb gesagt hat, bleib drin. Ist natürlich absolut Mutmaßung, ich höre das gerade zum ersten Mal. Ist immer noch so ein bisschen so ein systemisches Ding, glaube ich. Ist natürlich, in Deutschland wäre das nicht möglich, würde ich einfach behaupten, weil da sowas ja immer so Brandschutz und so Na, das super Ding ernst genommen ist wird. auch, aber in Deutschland hast du vielleicht nicht so hart den Druck, wenn es, also es ist nicht ganz so schlimm, deinen Job zu verlieren. Dann würdest du halt im Zweifel einfach gehen, Insofern auch in ein Kauf systemisches nehmen, Problem, dass ja. du Jetzt ist gekündigt natürlich wirst. die Frage, wie oft da ein falscher Alarm losgeht wegen Tornados. Ich denke eigentlich nicht so oft, Nee, ne? also das ist ja auch, also die sind auch echt groß, also es war irgendwie mehrere, und der eine hat den Rekord geschlagen für den longest lasting. Ja, also der war nicht unbedingt der härteste, den die USA jemals gesehen hat, aber irgendwie innerhalb der letzten 100 Jahre war der, der am längsten an Land überlebt hat. Okay, das ist ja trotzdem ein gutes Zeichen. Ja, und deswegen war das schon keine Fake News, sage ich mal, dass da so ein Tornado am Start ist. Okay. Also, das habe ich auch nicht gesagt. Okay. Naja, wegen Fehlalarm und Ach so. so, nee, ich denke nur, wenn du vielleicht so ein Alarmsystem hast, das überempfindlich reagiert, dass du dann sagst, hey Leute, fahrt euch mal runter, ist nur wieder, Packt euch. packt euch. Weil die so Ach so, ja, genau. gearbeitet haben. Aber ja, übel, interessant, ja, dass die Leute auch nicht weg können, dass sie sagen, okay, mein Arbeitsplatz ist mir wichtiger als gegebenenfalls mein Leben, ne? Ist in sich schon logisch einfach. Wo ich mir auch, also ich hätte jetzt, meine erste Vermutung war, dass dieses Gebäude irgendwie besonders stabil ist und die deshalb sagen, bleibt mal drin lieber. Wahrscheinlich ist es stabiler als die üblichen Papphäuser, die die Amis da gerne mal bauen, aber Wo wären die denn im Falle eines Alarms sonst hingegangen? Raus oder was? das können die ja selber entscheiden. Ach so. Weg. Okay. Also ich glaube, man kann mit dem Auto auch schneller als Tornado fahren, im Zweifel. Ah ja, okay. Aber ja, war nur so ein Ding. Auf jeden Fall, Ja, wirft natürlich wieder mal kein sehr gutes Licht auf Amazon. ja, aber wenn wir gerade dabei sind, und ich weiß, es ist nicht Brennpunkt Amerika, aber das ist halt für mich interessant. Außerdem sind wir hier jetzt nicht so eine Circle Jerks. Also, du hast da vielleicht ein bisschen eine andere Meinung. Was hältst du davon, wenn Politiker sich am Stock Market beteiligen? Das ist ja ein freies Recht. Aha, so, das ist nämlich der große Skandal Nummer 2 gerade. Jetzt muss man Und natürlich da, ich sehe das ein bisschen wirklich, anders. wirklich gucken, ne? Weil Politiker haben Macht und die können natürlich sagen, ach, ich habe hier die und die Aktie, wir machen jetzt mal so ein bisschen Gesetzgebung, Ja. dass der Vorteil hat. Das darf nicht sein, aber man kann von Politikern nicht von Amt her verbieten, Aktien zu besitzen. Man kann, aber es ist aktuell halt nicht so. Ja, es, in Deutschland ist ja auch noch mal ein bisschen was anderes, aber das ist halt das zweite große Ding. Ich meine, das ist ja Und ziemlich genau das, was Amthor gemacht hat mit seinen geilen Optionen auf diese eine Startup-Firma da. ja, und wenn du halt wirklich Legislative machen kannst, die den Markt manipuliert, ist er ja nicht frei. So, in dem Ja, Moment. absolut, Und genau. hier heißt es aber, also Nancy Pelosi, die Sprecherin, wieder gesagt, nö, wir sind Free Economy, jeder muss da teilnehmen können. Auf der einen Seite denke ich mir, mit dem Gehalt, was die Leute da kriegen, muss man das vielleicht auch nicht unbedingt, aber das ist eine andere Sache. Ja, aber Und das nach Ding ist, dem Argument muss halt keine Aktien wirklich kaufen, so. ja, ich sage nur, dass sie es nicht bitter nötig hätten bei dem Salary, was sie eh haben. Aber das große Ding ist ja auch dieses Insider-Trading, dass im Vorfeld einfach viele wussten, dass Corona wahrscheinlich sehr viel mehr hittet, als die Gesellschaft denkt. Und dann sehr früh auch in sowas wie Zoom tatsächlich investiert haben. Ja, das Und finde das ich ist halt aber. nicht so geil. Wieso? Weil die das aus nicht öffentlichen Gesprächen im Gut, kleinsten Rahmen haben. das ist schwierig. Ich Sehr dachte, früh. Leute, die sehr, sehr schnell extrapolieren konnten, Ja, dass ne, das ist was Corona durchdrehen anderes. wird. Und das ist ja Gut. auch nur ein Beispiel. Ja, das ist super schwer. Ich frage mich, wie man das gut regulieren kann. Also Politikern per se zu verbieten, Aktien zu kaufen, halte ich nicht für den richtigen Ansatz. Ab wann ist es ein Politiker? Bin ich als Parteimitglied schon Politiker? Bin ich als Ja. Lokalpolitiker schon Politiker? So. Ja, Ich seh also das Problem, aber ich bin noch nicht ganz schlüssig, was die gute Lösung Leute im wäre. Bundestag vielleicht oder so auf Deutschland übertragen, weil hier geht es ja speziell um die Leute im Kongress.
Ja, Bundestagsabgeordneten, die da in der letzten Reihe irgendwie rumhampeln und alles, was sie tun, hin und wieder mal den Arm zu heben, gibt es ja auch, ne? Wo zieht man die Grenze? Und vor allem, wie kann man halt nachweisen, dass er die Aktie gerade kauft, verkauft, etc., weil er Insider-Infos hat? So, klar ist das assi und sollte nicht sein. Aber wie will man das nachweisen, ne? Das ist halt mega schweres Schaf, finde ich. Kein geschertes Schaf. Kein geschorenes, ne. Geschoren? Stimmt. Gut, eine letzte Sache, die ich auf jeden Fall noch ansprechen will, weil wenn dieser Podcast für euch nicht unterhaltsam war oder nicht lustig ist, dann liegt das daran, dass ihr in Nordkorea wohnt gerade Dumm sei. und dass ihr dumm seid. Dass ihr in Nordkorea wohnt und kein Deutsch könnt und deshalb ihr nicht versteht, was wir die ganze Zeit erzählen. Genau. In Nordkorea ist es nämlich jetzt für ganze 11 Tage verboten zu lachen. Ja. Frage ich mich jetzt wieder, wie reguliert man das? Das Stell dir vor, auf der Straße. Kopfschuss. Ist was Schlimmes passiert oder was? Ja, vor Hat 10 Jahren. Kim Jong sonst was Fußpilz? Ach, sein Nee, Vati gestorben? genau, vor Ach, 10 Jahren. come on, ey. Da, ich verstehe Und die wie kommen die Logik. da auf elf Ja, Tage? verstehe ich halt auch nicht. Aber es ist so. Also 11 Tage lang ist Lachen verboten. Weil das ist so erschütternd gewesen vor 10 Jahren. Ich frage mich, warum keiner Bock hat, dieses Land mal zu befreien. Die haben ja selber keinen Bock drauf, so befreit zu werden. Ist das so? Ich glaube, die sind sehr gut abgeschottet. Sie hätten wahrscheinlich mehr Bock drauf, befreit zu werden, wenn die uns mehr kennen würden, mit Ja, unseren okay. coolen Freiheiten hier. Ich höre ja, Impfzwang. ich habe schon, ich habe Impfzwang. Ich habe ja schon das Argument gehört, ja, die DDR hatte ja auch nur so ein fürchterliches Regime. Ja, die haben ja die Politik immer wieder gewählt, ne? Und lassen halt völlig außen vor, dass man auf dem Stimmzettel original nichts ankreuzen konnte. Ja, schwierig. Also so ist das halt sicherlich ein bisschen. Aber wo führt das hin? Wann wird eigentlich Nordkorea endlich mal befreit? Ich meine, irgendwann muss es ja passieren, oder? Oder bleibt es für immer so, dass die einfach nur abgefuckt sind? Weiß ich nicht. Also es gibt eine erste Annäherung zwischen Nord- und Südkorea nach 70 Jahren waren es, dass sie jetzt im Prinzip den Krieg, sage ich mal, beenden, offiziell. Sleep. Also so auf dem Papier sagen wir, hey, wir sind jetzt cool miteinander, Hm. aber wir wollen trotzdem nichts miteinander zu tun haben. Ja, dann wird es ja Zeit, dass jetzt endlich mal Russland auf die Ukraine losgeht. Ja, auf jeden Fall. Stell dir mal vor, die Südkoreaner sind so an der Grenze und statt Mauern, ne, Schüsse, lachen die da alle über die Grenze rüber jetzt die nächsten 11 Jahre. Ja, diese Szene aus Final Fantasy machen die dann. Ja, genau. Ha, ha, ha! Euer Präsi ist tot. Ha, ha, ha! Und ein Lachen schallt durch das Land und keiner darf mitlachen. Doch. Ja, ich habe noch ein paar andere Sachen, aber das ist halt tatsächlich auch wieder so ein bisschen Amerika-lastig. Ja, Leute, Aber wir sind wollt auch ihr noch langsam hören? Wir durch. machen das so. Wenn die Leute das nicht hören wollen, dann klicken die jetzt auf Schluss. Und wenn sie es Okay. hören wollen, hören sie aber weiter. Und das letzte nicht Amerika-exklusive, obwohl es amerikanische Daten sind. CDC in Amerika hat 5 Millionen Kinder mit Covid-Vakzinen versorgt und es gibt bis jetzt gar keine Safety-Problems. Also Ja, ist das nichts klappt mit den Kindern aufgetaucht. halt richtig gut, ne? Ja, die sind gegen die Chips einfach so richtig. Äh. Ja. Nee, das ist doch schön. Ja. Ich bin mal gespannt, wie das hier wird, sobald in die Impfpflicht tatsächlich. Sollte sie denn kommen? Sollte bis dahin genug Impfstoff da sein? Ob wir dann wirklich das Ding echt in den Boden gestampft kriegen? Ich habe nämlich keinen Bock mehr auf den ganzen Müll. Ich will wieder Leute in die Nase reinatmen, so wie früher. Ja. Ja. Ja, früher sind die Leute immer sehr nah aneinander rangegangen. Das habe ich in alten Aufnahmen habe ich das gesehen. Vermisst du das wirklich, oder? Ach, nein. Also diese Unbeschwertheit, ja. Also ich habe mich echt ein bisschen da Dass wir wegentwickelt. So, dass wir vielerorts Desinfektionsspender haben, das kann ruhig bleiben. Dass man, wenn Das man schadet halt krank auch nicht. ist, nach Hause zu Hause bleibt, dass man, wenn man krank ist, vielleicht genau dann noch Maske trägt, das kann so bleiben. Aber ich finde, so allgemein in Zügen, allgemein in Supermärkten Maske tragen, ey, bitte nicht. Oder? Ich denke, das wird Also aufgehoben. Maske im Supermarkt stört mich halt echt exakt gar nicht mehr, weil es einfach so. Es war auch gestern, ich war noch gestern Nacht mit Basti am Bauhaus und er ist kurz in der Weimar Halle kacken gegangen und hat dafür die Maske aufgesetzt und kam halt zurückgelaufen und hat erst vor mir stehen gemerkt, dass er die Maske noch auf hat, obwohl er halt schon wieder 500 Meter durch die frische Luft läuft. Ja. Weil es halt einfach, keine Ahnung, ist normal. Ja, aber wäre Aber die es Kinder dir. ersticken ja alle. Ne, aber wäre das für dich ein Argument zu sagen, wir machen den Rest unseres Lebens Maskenpflicht in Nö, Supermärkten? ich sag nicht, dass ich das unbedingt Oder brauche, ich das. sage nur, dass es mich halt überhaupt nicht stört. Okay, das heißt, wenn es in 5 Jahren immer noch wäre, würdest du sagen, okay, ist okay. Ja. Okay, krass. Nö, weil ich würde mich halt schon freuen. Ich mag. Also ich. Also im Supermarkt oder so. Ganzen so atmen, weiß nicht. Ich kann, ist nicht so, dass ich nicht atmen kann, aber es ist schon nicht multi maximal geil.
okay. Mit Basti warst du im Bauhaus? Im Bauhaus, ja. Sind wir eingebrochen, haben Kunst gestohlen, hingeschissen. Scheißmuseum. Das Lied von dem? Nee, wir haben die Woche noch nicht mehr bewertet. dann mach schnell wieder aus, das Lied. Mach schnell wieder aus. Okay, nochmal. Okay. Ja, ich mach das Lied wieder aus. Sagt noch, dass Same-Sex Parents offiziell, ja, heißt es, müssen jetzt in der EU als Familie anerkannt werden, wenn sie ein Kind haben. Wie war es vorher? Nicht so. Das ist jetzt wahrscheinlich genormt, da hat das jedes Land selber für sich gemacht und jetzt. Ich weiß nicht, wie sich das mit so ein paar problematischeren Ländern innerhalb der EU verhält. Kann ich mir eigentlich schwer vorstellen, aber das ist jetzt eine neue Regelung. Das habe ich für Tino jetzt ja noch aufgeschrieben. Was ist denn das problematischste Land in der EU? Irgendwo Osteuropa? Ja. Welches denn? Weiß nicht. Welches? Türkei. Türkei ist richtig in der EU drin, schon immer. Ja. Na gut, dann finde ich gut, dass die Schwulen da jetzt auch Eltern heißen dürfen. Gut, also mal wieder ist die Türkei ein bisschen demokratischer geworden, dank der EU. Genug ja. Shit-Talk an der Stelle. Nein, was weiß ich, Mann. Ich kenne mich nicht aus mit der ländlicheren Zone von Europa. Okay. Also diese ganzen, ich will jetzt nicht rassistisch sein, weißt du, aber da gibt es bestimmt im Ostblock den einen oder anderen Staat, der nicht so cool ist damit. Muss ich da mal anrufen, mal fragen. Kannst du im Streamer machen. Okay, so. Ruf ich mal an. Machen wir hier. Gut, was geben wir der Woche? Nicht so viel. Nicht so viel. Was war denn das Krasseste? Na, die Katze, wenn es stimmt, aber sonst halt. Ja, Alter, ohne Scheiß, lass dem mal bitte kein Spotlight geben. Ja, der soll mal schön ins Gesicht zumachen, der Typ. Und zwar dauerhaft. War jetzt wieder Hate Speech? Ja. Entschuldigung, löscht YouTube, ja? Ja. Ja, muss alles, jetzt wie mit Telegram, das ist ja auch jetzt bald hier unter das Messer kommen. Das ist der Sänger von Scooter übrigens. Telegram? Nee, Hate Speech. Hate Speech, klar, Hate Speech Baxter. Hm. Alles ergibt plötzlich Sinn. Was geht man da überhaupt? Weiß ich nicht. Schon nicht. Schreib's mal in die Kommentare. Tino, was sagst du? Ah, okay. Wir können Tino jetzt anrufen. Ja, rufen wir mal kurz an. Ich finde, wir sollten der Linken eine Stimme geben. Viel mehr hat sie eh nicht, aber. Weißt du, da will der seine Ruhe und dann gehen wir dem hier auf den Sack. So sieht's aus. Oh, Herr Loster. Hallo Tino, jetzt hast du meinen Nachnamen gedoxt. Wir sitzen hier gerade live im Podcast und wollten nur von dir wissen, was gibst du denn der Woche für eine Zahl? Ich bin gerade hier zufälligerweise im Discord. Es ist gerade Wichteln hier. Warte mal, ich muss kurz den Ton ausstellen. Ich gebe der Woche eine 7,5. Nein, weniger. Was war ein krasses? Ich hab Friedrich Merz, genau. Das ist doch nicht krass. Der hat's vermehrt. Ich habe nicht aufgepasst die Woche, ich habe gerade frei, ich habe Podcast-Urlaub. Ja, deswegen wollte ich auch nur eine Zahl von dir. Aber ist okay, wird mir ins Protokoll aufgenommen. Ja, 7,5, ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ich war zu Hause, ich habe geschlafen. Sehr gut, das machst du richtig, Tino. Dann wünsche ich dir ein Küsschen und ganz viel Spaß beim Wichteln. Noch viel Spaß im Urlaub. Grüß den Strand von mir. Tschüss. Ja, 2,5 maximal. Scheiß, Alter. 2,5. Ja. Also wenn Merz wirklich das Krasseste war, dann ist die Woche echt ein 2. Ja. Also wirklich. Naja, das ist halt wirklich auch hier dieses Amerika-Scheiß. Das ist ja also Matrix. Ja, 2,5. Okay, da habt ihr's. Ja, aber war trotzdem witzig. Der Basti, mit dem du im Bauhaus warst, sag mal, ist das Lied jetzt endlich mal von dem, oder? Das Lied ist schon immer von dem. Echt? Das ist auf demselben Album wie... Dö. Genau. Wie Nightbreeze. Ach, willst du damit sagen, dass der mehrere Alben hat? Nee, aber er hat wie diese ein Band ein Album. Naja. Wo soll das Lied sonst drauf sein, wenn nicht auf diesem Album? Naja, ein einzelnes Lied auf... Gar nichts. Vielleicht lade ich das mal als großes Special dann hoch auf Lost Cyber Forts. Das ganze Album. Wenn du darfst? Ja, wir haben doch kein GEMA angemeldet. Ich raubkopiere das einfach. Ich weiß noch, als ihr damals von einem Nicht-GEMA, von einem kleinen Künstler, einem kleinen Licht, ja, eine Songerlaubnis bekommen haben, ja, kannte kein Schwein. Okay, willst du dir einen Namen machen? Und dann wurden wir richtig. Ach, gebimst. Ach so, Alligator, ja, stimmt. Das war damals Nobody, stimmt, mit 100, Alter. Fans.
Es ist ja naja, wirklich nicht so wenig. Ja, nicht ganz so hart, aber 2012, ja. Anfang 2012 hatten wir die Erlaubnis. Da hast du mir noch gesagt, ja, der ist so neu und so kleiner und so. Ja. Und jetzt alle so, Drogen nehmen. Ja, und dann musste ich das Video re-uploaden. Ärgerlich. Dabei mochte ich das mit dem Song. Aber das ist jetzt nur Beiwerk. Ja, ich dachte, du meinst hier die Punker aus Hamburg, die gesagt haben, ey, so Kommerz wollen wir nicht, aber wir kommen auch nicht mit Anwalt an. Ach, hier die Geigen. Frühling im Herbst. Ja, okay. Naja, okay, dann das Lied läuft aber jetzt schon lange. Geil. Ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Hoffentlich nächste Woche gibt es wieder mehr Punkte. Oder wieder was passiert. Ist denn nächste Woche noch da eigentlich? Was ist denn hier los? Glaub schon. Ja, gucke. Schön. Ja, okay. Danke fürs Zuhören. Ich höre euch nicht. Du Spacken, wir haben Kopfhörer abgesetzt schon. Tschüss. Danke. Machst du das so, dass du dann das Lied einmal kurz einspielst und dann wieder abflachst, so mittendrin? Ja. Das ist ja witzig dann.